In dem gezeigten Bildmaterial werden weder echte Drogen konsumiert noch, ganz ehrlich, ihr wisst eh schon Bescheid. Und da die Bullen mittlerweile bei mir zu Hause waren und sich vergewissert haben, dass alles Attrappe ist und dass ich nur ein Schauspieler bin, spare ich mir jetzt mal die Ansage. Aber ich habe noch eine Bitte an euch. Abonniert diesen Channel, drückt auf Gefällt mir, wenn euch das Video gefällt und zeigt die Serie allen euren Freunden. Denn nur so werden wir größer. Viel Spaß bei der neuen Folge. Was soll ich spannend, darüber haben wir schon geredet. Haben wir schon darüber geredet? Bleib doch mal ruhig, lass mich mal ruhig. Hör zu, was er dir zu sagen hat, Digga. Los, Digga. Digga, du hast gefährlichst in den nächsten Wochen 10.000 Euro aufzutreiben. Hast du mich verstanden? Ja, Digga. Ich warte, Digga, warte. Jetzt durchgezogen, komm. Fahr los, Bruder, fahr los, fahr los. Das heißt, wir ziehen das jetzt echt durch, Digga. Bruder, Digga, du bist echt durch hier, ne? Babajan hat mich zu einer Wohnung geschickt. Ich hoffe, alles läuft glatt, Mann. Oh Mann. Warum bin ich bloß in diese Wohnung gegangen, Mann? Wenn ich nur auf den Tisch gucke. Babajan ist echt ein Psychopath, Digga. Cool, damit ist die kalte Sache für dich erledigt, okay? Okay. Und wie geht's jetzt weiter? Ich rufe morgen einen Auftragskiller an. Innerhalb von 14 Tagen wird dieser Killer kommen. Okay? Okay. Und innerhalb von diesen 14 Tagen wirst du dir nichts erlauben. Du musst weg von der Bildfläche. Okay? Wie weg von der Bildfläche? Du machst gar nichts. Kein Pushen, kein Feiern, gar nichts. Einfach zu Hause bleiben. Nicht mal pushen? Ja, nichts. Digga, wie soll ich das überleben ohne Ticken, Digga? Von mir aus sammelst du Pfandflaschen. Okay? Okay. Aber ich rufe dich in 14 Tagen an. Ich schicke dich zu einer Spielhalle. Da wirst du bis abends sitzen. Und warum? Wegen die Kameras, das wird dein Alibi sein. Weil in dieser Nacht wird keiner seine Sache erledigt. Okay. Ganz ehrlich, ne? Korrekt auf jeden Fall, aber... Ey, warum hast du so einen Hass auf Cardio, Mann, Digga? Irgendwas ist bestimmt passiert oder so. Das ist eine persönliche Geschichte. Das würde ich dir noch erzählen, wenn du Zeit reif ist, okay? Ja, alles klar. Bis dahin hältst du die Füße schon, okay? Alles klar, mach ich. Also pass auf dich auf. Mach ich nicht. Ja. 14 Tage nicht verkaufen? Shit. Wie sollen wir das schaffen, Mann? Wir haben nicht mal 1000 Euro für drei Personen. Mal gucken, was die Jungs sagen. Digga, fuck! Was macht er denn da? Schieß doch, Digga! So kommt der Schuss! Das hat der Verteidiger klasse gemacht! So kommt der Schuss nicht! Digga, das war so knapp, ne? Digga, komm, Digga, es klingelt! 90. Minute? Digga, eigentlich kann er kommen auf, scheiß drauf. Ich drück Start, Digga, ne? Das kann Ben sein. Digga, sollte macht keine Faxen, ne? Die sind 40 Euro, Digga, ne? Ja, mach ich auf. Weiß, wie ich die Kontrolle hingelegt hab, Digga, ne? Digga, mach ehrlich, lach nicht so, Digga. Nee, komm, mach, Digga. Je schneller du wieder da bist, komm, je schneller. Komm, ja, na ja, schon. Soldier. Hast du irgendeinen Fax gemacht, Digga? Nein, nein. Hast du irgendeinen Fax gemacht? Oh, 2-2. Soldier hat Ball, Digga. Ja. Das gebe ich dir, Digga. Warum machst du so? Nein, Digga. Warum machst du so? Ich hab den Auto. Ja, Bruder, ich hab den Ball, Digga. Ich hab den Auto, Digga. Nein. Jungs, Digga, was ist los bei euch? Scheiß auf FIFA, Mann, Digga. Was machst du das, Digga? Bruder, wir haben Geld gespielt, der macht eiskalt so. Ball gehabt, Mann, Digga. Und ich verkack vor dem scheiß Tor, Digga. Schummelt einfach. Ich hatte Ball. Ich war am Tor bei ihm. Digga, ganz ehrlich, scheiß mal, Digga, spielt man nicht um Geld, weiß mal euer Geld, ehrlich, Mann. Wisst ihr gerade, was so passiert ist bei Babajan? Digga, mal, Digga, was los? Deswegen nimmt mal euer Geld, jeden Cent brauchen wir, Digga. Ja, nimm mal den 20 da, pack mal einen. Babajan meint auf jeden Fall, wir sollen 14 Tage abtauchen, weißt du, was ich meine? Warum? Digga, weil es jetzt losgeht. Er wird den Mörder jetzt bezahlen.
Das heißt, 14 Tage lang wird es ungefähr dauern. Wir sollen einfach wie ein Geist in ihrem Bett sein. Keiner soll uns sehen, wir dürfen nicht mehr ticken, gar nichts. Was willst du? Wie Geist? Wir müssen doch Geld gar machen. Gar nichts mehr? Wieso willst du überleben, Digga? Das ist das Ding, Digga. Wir brauchen noch Paddel, ja, Mann. Ja, aber wie gesagt, 14 Tage Beine stillhalten. 900 Euro sind noch übrig geblieben, auf jeden Fall, von der alten Rechnung. Jeder 3 Scheine. Meint ihr, wir schaffen das, Digga? Locker, Mann. 100% Mann. Ja, egal, Digga, kann man ganz ehrlich. 3 Scheine, Mann. 2 Wochen? 3 Scheine pro Person. Bam, Digga, was für Batzen, Mann. Soll ich das auch bewahren? Nein, wir teilen alles schon auf. Jeder kriegt seine 3 Scheine. Und dann schaffen wir noch die 14 Tage, oder? Locker, Mann. Locker, Digga. 4. Tag. Digga, Jungs, euer Ernst? Tschüss. Das ist Restgeld, oder was? Wie Restgeld? So das letzte Pattern, ne? Digga, vor 4 Tagen hatten wir eiskalt noch 900 Euro. Und jetzt haben wir nicht mal Geld für eine Partypizza? Ja, so soll alles ausgehen, ne? Digga, ist jeden Tag doppelt. Er stellt jeden Tag, Digga, seine komische Pizza raus. Aber du auch, Digga, Bruder, du hast auch echt viel ausgegeben. Digga, das hat ich hab nur geraucht, hä? Ja, Bruder, Geld ist Geld, Digga, alles für ausgegeben. Ja, ist auch egal, man ändert jetzt nichts, Digga. Wie sollen wir jetzt überleben die letzten Tage, Digga? Ja, Digga. Jeden Tag einen Euro oder was? Ich kann nicht, Digga, Bruder, wir müssen irgendwas machen. Digga, entscheid, ne? Digga, das kann doch nicht wahr sein, Mann, Digga. Wir müssen jetzt anscheinend doch irgendwie Geld machen, Alter. Digga. Spiel halt alles rein, Digga, Kiwi, keine Ahnung. Ja, aber vielleicht der Junge von Zadig, weißt du, ich meine, der muss ja auch irgendwann kommen und endlich wieder ein bisschen Geld abdrücken. Ja, komm ja, hier. Hoffentlich. Ja, komm, wenn ich hier den Punkt mache, Digga. Wenn man vom Teufel spricht. Es geht, Alter. Es geht, alles gut. Ja, läuft, ne? Geht's deinen Arm wieder besser? Ja, Mann, früher musste ich diese Armbinde nicht mehr tragen. Was ist das? Das ist ein halbes Kilo, abgepackt in 50 Stück. Halbes Kilo? Genau. Digga, und was sollen wir damit machen? Wir haben darüber geredet, dass wir Geld kriegen und nicht Ott oder so ein Scheiß. Ich kann euch vorschlagen, ihr gebt mir ein bisschen Zeit und ich mach das selber. Ich push normalerweise. Nee. Zeit ist auf jeden Fall richtig schlecht. 4000 Euro sagst du, ne? Ja. Wir geben die 3 dafür. Das ist ein 6er Kurs, Digga. Ein 6er Kurs? Denkst du, du kriegst 8 Euro auf ein ganzes oder ein halbes? Nein. Niemals. Ja, egal, dann machen wir so, ist okay. Machen wir so? Genau. Gut, dann sind noch 3000 offen, ne? Ja, eine Woche noch, ne? Alles klar, kriegen wir. Nice, Digga. Ciao. Ja, Bruder. Ich vertraue dir nicht, Digga. Komm, Digga, mach Schulup klar. Das gut, Digga. Denkst auch, du, ja. Irgendwelche Leute machen dir keinen Schulup klar erstmal, bis sie dich ficken müssen? Digga, ich sag dir ganz ehrlich, der Junge hat schon drauf, ja? Kann man nichts gegen sagen. Der jetzt jedenfalls, er kommt von alleine hierher und bringt sowas. Und das ist einfach unser, das ist gar nicht ein Problem, Digga. Hauptsache, er hat was gebracht, dass wir jetzt Geld machen können. Das Problem ist, Digga, wie kriegen wir diese Scheißware weg, ohne auf der Straße zu sein? Wir fragen ein paar Leute, Digga. Fertig, die sind noch für Tickenbestände oder was? Kennst du hier irgendwelche Leute noch, die nicht aus der Gegend kommen oder so? Ja, schade, Digga. Kennt ihr meinen russen Kollegen? Was geht ab, Chavo? Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Warum gibst du die Hand? Ja, Digga. Hast du nicht mitbekommen, Digga. Das passiert nur Scheiße, Digga, bei mir. Ah, deswegen meldest du dich. Ja, Digga. Wir kennen uns seit Kindergarten, Mann. Ich würde mich auch so melden, aber wie gesagt, ist viel Stress. Ich wollte damit dich nicht reinziehen, so, weißt du? Aber du hast recht. Ich brauche deine Hilfe, Digga. Wofür? Ja, Digga, hast du nicht mitbekommen? Ich wurde angeschossen, Digga. Eiskalt, Digga. Kali hat mich geschossen, ja, Mann. Stimmt das? Ja, eiskalt. Ach was. Ja, Mann, Bruder, ich hatte Durchschuss, Digga. Ich war eiskalt eine Woche mit so einer Armbinde rumgelaufen. Fuck, Digga, Alter. Ja, ich hab das mitbekommen, Alter. Ich hab's aber nicht geglaubt. Ein paar Jungs haben das erzählt. Ich dachte, ich hab ja von dir erwartet, dass du mich anrufst sofort, Alter. Ja, du weißt auch, Digga. Würde ich auch machen, aber ich hab die Sache ein bisschen anders geregelt, weißt du, ich meine, Digga. Und was hast du jetzt mit dem geplant? Ja, Digga. Du bist ein fickender Wichser, Digga. Ich weiß, Bruder, das ist schon alles in die Wege geleitet. Bloß das Ding ist, ich kann mich jetzt 14 Tage nicht mehr blicken lassen. Okay. Das heftigste Problem daran ist eigentlich so, dass ich noch ein halbes Kilo liegen habe, was ich wegmachen muss, weißt du? Okay. Und da habe ich gleich an dich gedacht, Digga, du hast auch auf jeden Fall Connection außerhalb Jämfeld, weil wichtig ist, dass keiner in Jämfeld weiß, dass ich was habe, weißt du, wie ich meine? Wie gesagt, ich muss 14 Tage lang ein Geist sein. Ja, auf jeden Fall trifft sich gut. Ich habe da ein paar Jungs, die auf der Suche sind. Ja? Brauchen einen stabilen Typen, der immer was hat. Ja, perfekt. Passt dann gut weg.
Ja. Wenn du willst, können wir das heute Abend noch machen. Heute Abend noch? Power, ja. Digga. Schick einfach die ganzen Leute, wie gesagt, den Rest mache ich, Digga. Ja, ist klar. Top. Die sollen auch nur mit Nummer anrufen, weißt du? Weil okay. Nummern, die ich nicht kenne, da gehe ich ran, unbekannt nicht, weißt du, wie ich meine? Ja, Mann, dann wird das schon laufen, ja? Ja, Digga. Ja, normal machen wir so. Ja, auch wenn du andere Sachen brauchst, Digga. Hab ich auch noch da. Waffen, Handys, Sachen. An Drogen komme ich ran. Gute Drogen. Oh. Digga, wie früher, ne, Digga? Ich schwöre es dir, Digga. Ich sag dir so eine Sache, Digga, Bliet. Uspokois ja. Ja, Brat, mach ich doch. Dabei. Okay, danke dir, Bruder, ja? Mach's gut. Alles klar, auch rein. Ja, Mann, fett. Ich wusste, Jascha kann uns helfen. Ich hoffe, es läuft echt alles glatt. Freund Ferdinand, das gut hier zu rauchen. Du weißt doch, wer du wohnst. Ja, Digga, was soll passieren, Digga? Hey, was macht ihr? Doch der Joint? Wie alt seid ihr? 17. 17? Du hast fertig überhaupt einen hier zu rauchen, Mann. Hä? Wisst ihr, wo ich rauche? Ja. Nein. Das ist eine von meiner Pusherwohnung. Was fällt dich überhaupt hier an zu rauchen, Mann? Mit 17 auch noch. Das wussten wir nicht. Wusste ich denn nicht? Ihr seid erstmal fest jetzt bei mir, okay? Falsche Zeit, falscher Ort, Mann. Wie? Habt ihr mich verstanden? Ja. Kein Wie. Ihr ruft jetzt einen Ben an und bestellt von den 50 Gramm. Okay? Und dann sagt er mir Bescheid, ob er was gegeben hat oder nicht. Okay? Okay. Jetzt verpisst euch. Gesagt, getan. Ich habe nach langer Zeit mein Handy wieder angemacht und Jascha hat nicht zu viel versprochen. Die Kunden haben uns überrannt, Mann. Innerhalb einer Stunde haben wir das ganze halbe Ding weggemacht. Einfach so. Digga, würde es immer so laufen, dann wäre das ein Jackpot. Ich hoffe, dass keiner von den Spaß dieser V-Mann ist, Mann. Alles klar? Ja, bei dir? Ja, du wolltest 100 Stück haben, oder was? Ja, was denkst du denn? Ich mache 100 Stück am Tag platt. Ernsthaft? Normal. 100 Stück am Tag. Ja, was denkst du denn? Heftig. Ja, das hört man selten von einer Blondine, ne? Von dir hört man aber auch viel, ne? Was für? Ich hab gehört, du wurdest angeschossen. Ja, du kennst sie ja, Feld. Alle reden Schwachsinn. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, wenn du Bock hast auf eine Lady in deinem Team, sag mal Bescheid. Ich hab echt Bock, mit euch zusammenzuarbeiten. Ernsthaft? Normal. Wenn du 100 Gramm am Tag platt machst, komm ich darauf vielleicht sogar zurück. Alles klar. Mach's gut, ne? Ciao. Ciao, ciao. Reinkommen raus. Egal, wir wollen uns als Stadtlos. Du weißt, was ich euch höre. 50 Gramm, was, oder? Ja. Das Geld dabei? Ja, normal. Hast du das Ort dabei? Natürlich habe ich das Ort dabei, Alter. Ja, das scheiß Geld. Soll ich das nachziehen? Ausgang. Sicher? Ja. Was ist das? Man hört auf, darüber zu reden oder so, ne, Jungs? Das hat Benni von mir, ne? Wenn ich höre, dass es eng und rum erzählt, dann weiß ich, dass ihr das war, dann reiß ich doch die scheiß Eier ab, Digga. Schönen Abend, Jungs. Hast du danach bei dir gemacht? Nein, Mann. Er hat uns die 50 Gramm gegeben. 50 Gramm hat er gegeben? Ja. Ja? Alles klar. Das war's auch schon. Können wir dann machen, was ihr wollt, okay? Okay. Digga, was machst du da, Bruder? Was denn, Alter? Das Gras darf man nicht zeigen. Ach, Digga, ich mach doch nur so auf den, Digga. Servus. Wurde eiskalt angeschossen, Digga. Ach was. Ja, Babajan. Scheiße. Kadir. Kadir hat mich angeschossen. Hast du eine Mythe gekriegt, Digga? Ich wurde angeschossen, Digga, eiskalt von Babajan. Von Babajan, sag ich. Von Kadir.
Was geht ab, Chavo? Alles klar, lange nicht mehr gesehen, Digga. Was geht ab, Chavo? Alles gut? Ja, muss, ja? Lange nicht mehr gesehen. Ja, Mann, Digga. Was treibst du? Ja, okay. Ciao, Jungs. Dein Gott gehört mir. Ich weiß, ich bin auch wieder. Ach, was soll ich? Aber wieder, der müsste nicht unbedingt.